Willkommen zurück zu Kommentari. Ich bin Ari und wir spielen heute Dragon Age Origins weiter. Wir schauen uns nur noch kurz an, was in den letzten Episoden passiert ist und dann geht's auch gleich weiter. Als die Wächter Arl Emens Schloss erreichten, lag der Arl im Sterben und sein Hofstaat war dem Wahnsinn verfallen. Um das Leben seines Vaters zu retten, hatte sein Sohn Connor einen Pakt mit einem Dämon geschlossen, der rasch von ihm Besitz ergriffen hatte. Die Zirkel der Magi sind verpflichtet, den grauen Wächtern in Zeiten der Verderbnis zu helfen. Doch der Turm am Kalenhardsee konnte nicht viel tun. Einer seiner Magier, ein gewisser Aldred, war von einem Dämon des Hochmuts besessen und verwandelte andere Magier des Zirkels in Abscheulichkeiten. Die Heldin bahnte sich einen Weg durch den Turm und rettete die verbliebenen Magier, indem sie Aldred erschlug. Zum Dank für ihr Leben schlossen sich die Magier der Armee der Wächter an. Wie wär's mit noch einem neuen Charakter? Und zwar... Gesandter Peter? Wer bist denn du? Hallo? Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Ah... Benötigt ihr noch etwas? Es gibt immer Bereiche, die sich noch verbessern lassen, grauer Wächter. Für meine Talente wären Runen am nützlichsten. Okay. Interessant. Ist mir nie aufgefallen, dass sie tatsächlich einen Vertreter schicken. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ihr solltet euch etwas Ruhe gönnen. Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Das ist in der Tat kaum zu... Aber für euer Alter seid ihr noch recht munter. Ich danke euch. Es ist nett, dass ihr das sagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich... fertig bin. Ihr werdet sicher noch viele Jahre herumtoben. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Okay. Seid ihr außer im Turm des Zirkels schon auf viele Abscheulichkeiten gestoßen? Nun, da gab es Connor. Ah ja, Connor, natürlich. Als ich zum ersten Mal eine Abscheulichkeit sah, erstarrte mein Blut zu Eis. Ich hatte danach monatelang Albträume. Am meisten verängstigt hat mich der Umstand, wie leicht ich einer von ihnen werden könnte. Das Monster zu sehen, zu dem man werden könnte, ist sicher beunruhigend. Ein Fehler. Ein kleiner Fehler nur. Und alles, was euch ausmacht, ist einfach fort. Ersetzt durch Wahnsinn. Und es gibt kein Zurück. Zumindest behaupten sie das. Zweifelt ihr daran? Seit kurzem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Abscheulichkeit zu heilen. Oder ob ein Magier besessen sein kann, ohne seinen Verstand zu verlieren, seine Menschlichkeit. Wenn er seine Menschlichkeit behält, ist er doch keine Abscheulichkeit. Ja, Wahnsinn und Grausamkeit bestimmen Abscheulichkeiten. Wenn das nicht vorliegt und der Magier sich an sein früheres Ich erinnert, dann ist er keine Abscheulichkeit. So habe ich das nie gesehen. Danke, dass ihr mir diese neue Sichtweise aufgezeigt habt. Ich glaube, ich habe mich noch nie wirklich mit ihr unterhalten, ehrlich gesagt. Irving hat mir erzählt, wie ihr zum Grauen Wächter wurdet, nach dem unerfreulichen Zwischenfall vor eurer Abreise aus dem Zirkel. Ihr redet von Jovan? Genau von dem. Ich respektiere eure Entscheidung und euer Handeln. Beides hat Duncans Wunsch, euch zu rekrutieren, nicht beeinträchtigt. Davon abgesehen seid ihr jetzt ein grauer Wächter. Und vielleicht gehe ich etwas zu weit, aber der Zirkel ist stolz auf euch. Oh wow, das bedeutet mir voll viel, dass sie das sagt. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich womöglich verhindern können. Und womöglich wärt ihr jetzt tot. Solche Gedanken bringen euch nicht weiter, sondern schaden nur eurer Seele. Ihr könnt euch schelten, dass ihr im Turm hättet sein sollen. Oder euch sagen, dass ihr nicht da wart, weil ihr woanders sein musstet. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll. Dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt.
Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Wow, sie hat echt viel zu sagen. Es geht darum, so viel dunkle Brut wie möglich zu töten. Natürlich. Aber zu einem grauen Wächter gehört doch mehr als dunkle Brut zu töten und die Welt vor der Verderbnis zu retten. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Wenn ich beschütze, diene ich also? Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich, weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, die dient, nicht sie. Ich werde es mir merken. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Ich will keine Macht. Das wollte ich nie. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt. Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Man kriegt immer so wenige Punkte mit ihr. Aber dafür gibt es viele Gespräche. Meanwhile. Okay, ich bin neugierig. Was sagt er jetzt dann jetzt zu mir? Ihr möchtet reden? Ah, gut. Ich muss euch etwas fragen. Wie bewandert seid ihr in Dichtkunst? Vornehmlich der aus Antiva. Ich erkenne ein gutes Gedicht, wenn ich eines höre. Aha. Dann glaubt mir, ihr werdet jetzt keines hören. Es wurde mir von einem ziemlich reichen Opfer vorgetragen. Mal sehen. Die Symphonie in dir flüstert Melodeien mir. Jetzt noch weiter. Lieder von heißem Atem auf meiner Brust. Lieder von sanftem Stöhnen in meiner Nähe. Lieder von Händen verkrampfend vor Lust. Lieder, wie ich dich in meinem Bette sehe. Was ist das? Ein Sexgedicht? Hat sie zumindest behauptet. Sie wollte mich verführen und dachte, es würde mich dazu bringen, sie zu verschonen. Wir haben trotzdem das Lager geteilt, das versteht sich ja von selbst. Dennoch musste sie sterben. Uff. Aber das Gedicht hat mir gefallen, darum habe ich es mir eingeprägt. Wow, okay, das ist kalt. Ihr habt sie trotzdem getötet? Nun, ja. Aber erst nachdem wir das Lager geteilt hatten. Oder haltet ihr mich etwa für ein Monster? Es ist ja nicht so, dass sie dabei keinen Spaß hatte. Es gibt weitaus unangenehmere Arten, seine letzten Stunden zu verbringen. I mean, true, aber... Oh my god, das macht dich eher andersrum zum Monster. Stunden dürfte übertrieben sein. Oh, nicht unbedingt. Ihr seid ein Heiliger unter den Sterblichen, Sovereign. Wenn ich Stunden sage, sagt er bestimmt, oh, solltest du es doch besser wissen. Aber ganz ehrlich, ich sage, ihr seid ein Heiliger unter den Sterblichen. I can't, that's too good. Ihr seid ein Heiliger unter den Sterblichen, Sovereign. Das habe ich den anderen Krähen auch immer gesagt, aber die wollten das partout nicht einsehen. Ich dachte, ein schlüpfriges Gedicht würde euch etwas aufheitern. Ihr saht so unglücklich aus. Ein wenig schmeichelhafter Ausdruck für ein so schönes Antlitz. Ihr findet mich schön? Wer würde das nicht? Die Kirche soll mich dafür verbrennen, aber ihr seid eine Frau, die in Männern wie Frauen Begehrlichkeiten weckt. Aber ihr wisst das natürlich und spielt nur mit mir. Ich versuche aus jeder Situation, in die ich gerade das Beste zu machen und Vergnügen dabei zu haben. Meistens bin ich gut damit gefahren. Ihr könntet das auch lernen. Ich werde es mir merken. Ihr könntet meinen Rat auch missachten, wenn ihr bedenkt, wohin meine Großartigkeit mich gebracht hat. Genug der Dichtkunst.
Die Zeit ist gekommen, um zu reisen und Bösewichte zu erledigen oder was immer im Moment so alles als Abenteuer durchgeht. Okay. Wir müssen langsam echt aufpassen, wie weit wir ihn bringen. Weil er ist schon ziemlich hoch. Ja, er ist schon ziemlich weit auf der Skala. A few moments later. Ihr findet einander wohl sehr anziehend, nicht wahr? Oh, okay. Ihr wisst von Severin und mir? Ich wünschte, es wäre nicht so. Die Hälfte von uns kann wegen eurer Aktivitäten nachts nicht schlafen. Oh, tut mir leid. Mir fiel eure knospende Beziehung auf und ich wollte euch fragen, wo das eurer Ansicht nach hinführen soll. Es wirkt, als denke er nur noch an eines. Und ich bezweifle, dass es klug ist, wenn ein grauer Wächter sich auf so eine Affäre einlässt. Severin ist etwas Besonderes und wir haben viel Spaß zusammen. Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Ihr seid ein grauer Wächter und habt Pflichten. Ich fürchte, ihr werdet sie vernachlässigen. Ein grauer Wächter zu sein ist hart. Ich muss auch hin und wieder ich selbst sein dürfen. Aber ihr seid ein grauer Wächter. Der Titel ist kein Mantel, den ihr des Abends ablegen könnt. Er bestimmt jede eurer Taten, jede eurer Entscheidungen. Euer jetziges Verhalten ist für einen grauen Wächter nicht angebracht. Severin wird in meiner Nähe bleiben, egal was ihr sagt. Wenn ihr meint, ich habe euch meinen Rat gegeben, alles andere liegt bei euch. Uff. Okay, I'm done talking to you, I guess. Wie wär's mit Morrigan? Ich habe da einen Gedanken. Oh, was beschäftigt euch? Wir haben eine Gelegenheit, die wir meiner Ansicht nach nutzen sollten. Im Klartext, meiner Mutter wurde einst von einem besonders lästigen Templer ein bestimmtes Zauberbuch geraubt. Das geschah lange vor meiner Geburt, aber noch heute erfüllt sie der Verlust mit großem Zorn. Im Zirkel der Magie herrscht Chaos. Da wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Buch zurückzuholen. Denn es ist mit Sicherheit am Ende in ihrem Besitz gelandet. Ich habe es schon, haha. Was genau habt ihr denn mit dem Zauberbuch vor? Es enthält Zauber von der Art, wie sie Flemeth Zeit ihres langen Lebens angesammelt hat. Eine Magierin wie ihr könnte damit wohl kaum etwas anfangen, denn euch wurde ein anderer Weg gelehrt. Aber meine Lehrerin war meine Mutter. Ich kenne die Schutzzauber, die meine Mutter bei derlei Büchern immer verwendet hat. Ich kenne die Sprache, in der sie geschrieben sind. Für mich wäre so ein Buch höchst nützlich. Flemeth ist eine legendäre Zauberin, oder nicht? Ihr Zauberbuch ist sicher mehr als ein Souvenir für Magier, die nicht einmal einen Blick auf den Boden zu werfen wagen, auf dem meine Mutter schon einmal gegangen ist. Es gilt zweifellos als gefährlich und wurde vermutlich in einer dunklen Nische weggesperrt. Und falls nicht, weiß ich, dass es nicht mehr existiert. Aber es schadet sicher nicht, danach zu suchen. Das sagt ihr mir jetzt, wo wir schon wieder draußen sind? Es ist mir nicht eingefallen, als wir noch im Turm der Magier waren. Leider. Mutter ist davon ausgegangen, dass das Buch auf ewig verloren wäre. Es ist mir erst jetzt eingefallen, als ich darüber nachdachte, welche Schätze sich wohl im Turm des Zirkels der Magie finden ließen. In seinem jetzigen Zustand. Also gut, falls wir zum Turm zurückkehren, werde ich danach suchen. Gut. Mich interessiert vor allem der Inhalt, solltet ihr es finden. Das Zauberbuch ist in Leder gebunden und mit einem symbolisierten Baum ohne Blätter verziert. Wenn ihr es nicht findet, werde ich es einfach vergessen. Na gut, das Gespräch habe ich ein bisschen vermasselt, aber ich habe das Buch. Was? Ihr habt das Zauberbuch von Flemeth gefunden? Als ich es erwähnte, hatte ich nicht wirklich gedacht. Ach, das ist ein wahrhaft großes Glück. Ich danke euch sehr und werde umgehend mit dem Studium des Buches beginnen. Was hofft ihr darin zu finden? Geheimnisse. Meine Mutter hatte viele davon. Und außer durch dieses Buch ist ihr niemals auch nur ein einziges entrissen worden. Ich lasse die Gelegenheit nicht verstreichen, mehr zu erfahren, als Flemeth mir mitteilen wollte. Das wird sicher interessant. Okay. Gut, das war's wohl erstmal für Morrigan. Das war's dann wohl auch erstmal. Na gut, dann gehen wir mal nach Redcliffe.